So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Indie-Café. Unserem Format, wo ich jeden Tag in der Früh ein Video hochladen werde mit Indie-Spielen. Also mit kleineren Spielen, die aber oft liebevoller sind als die großen, teuren Produktionen. Ich habe vor einer Woche oder 2 Wochen schon mal The Long Dark gespielt. Das habe ich bekommen über die eine Website, wo wir die Spiele kriegen, gratis ab und zu. Und es hat mir an dem Abend nicht so gefallen, aber da war ich auch müde und schon gelangweilt. Ich werde es jetzt nochmal probieren, 2 Stunden, vielleicht kickt es jetzt. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen von unserem Freund Mad Max 82. Der hat das auch gespielt und das hat eigentlich, sah alles cool aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist nur der Anfang scheiße langweilig. Ich bin gespannt. So, ich mache mich aber noch ein klein wenig kleiner, weil es geht ja um die Spiele und nicht um den Markus. So. So ist doch süß. Wie ein kleiner Zwerg. So, ich möchte. Der episodenbasierte Story-Modus. Der freie auf Erkundung basierende Überlebensmodus, bei dem es nur ums tägliche Überlebens ge geht. Okay, ich mach mal den Überlebensmodus. Und ich bin für neue und erfahrene Spieler, die vor allem an bedachten Erkundungen interessiert sind. Für neue und erfahrene Spieler, für erfahrene Spieler, die eine gnadenlose. Für erfahrene Spieler, die nach dem ultimativen Überlebenskampf suchen. Okay, da schauen wir mal. Ich kann es anpassen. Ich werde es mal genauso zuschneidern, wie ich es habe für mich. Grundlegende Ressourcenverfügbarkeit Mittel. Starttagzeit ist gut. Startwetter okay. Erscheinen in Innenräumen zulässig. Gewährt ein, dass ein Spieler in einem Raum erscheint. In der Regel ist es einfach, wenn das Spiel in einem Raum beginnt. Ja. Nein. Schneesturm, Häufigkeit nichts, abnehmbare Wetter, Welttemperatur nichts, Windwechsel. Okay, ist egal. Nordlichthäufigkeit, doch, häufig. Häufig, wir wollen Nordlicht. Feuer überschreibt Lufttemperatur. Durstrate niedrig, okay. Erschöpfungsrate niedrig, Unterkühlungsrate niedrig. Aha, okay, sehr gut. So, jetzt sind wir. Okay, das alles andere ist egal. Passt. Gut, dann fangen wir an. Ich bin gespannt. Rätselsee, ideal für neue Spieler. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wildnis, künstlichen Bauwerken, Ressourcen und Fauna. Okay. Und wir sind natürlich weiblich. Wir sind männlich heute. Platznamen auswählen. In die Kiste. In die Kiste wäre natürlich auch ein guter Name gewesen. In die Café. So, viel Spaß. Dein Flugzeug ist in einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Ich würde ja die Story gerne sehen von dem anderen, aber da war es mir zu schwierig, weil ich bin kein Überlebenskünstlerspieler. Von daher bin ich nicht über den Prolog rausgekommen. Das ist schade. Egal.
So, wir sind natürlich nicht in einem Haus gestartet. So, aber da vorne ist ein Haus, glaube ich. Ist da ein Haus? Okay, ich kann nicht rennen. Doch, ich kann rennen. Jetzt ist das auch runtergeladen. Leck mich am Arsch. Vorhin hat es 1,5 Stunden gebraucht. Ja, sieht mir auf jeden Fall wie ein alter Minenschacht aus. Die Grafik ist grundsätzlich zweckmäßig. Sieht okay aus. Also ich habe nicht mehr erwartet, auf jeden Fall. So in der Höhle ist natürlich ein guter Startpunkt, glaube ich. Ich weiß nur nicht, ob da Bären drin sein können. Erholst du dich auch mal? Jetzt ist er 2 Minuten gejoggt und die Welt stürzt ein. Schienentunnel. Okay, nice. So, können wir da hochklettern oder was? Hüpfen können wir anscheinend nicht. Geh, hör auf. Ah, ich komme da aber eh vorbei. Sehr schön. Da haben wir es jetzt schon mal gemütlich warm. Am Eingang kann ich. Oh nee. Okay. Man gönnt mir nicht den Schienentunnel. Bedauerlich. Oh, ich muss aufpassen. Ich habe wieder nicht geschaut. Das ist nicht live. Sorry. Das ist. Zack. Neuheit. Das schreibe ich gleich um. Jetzt rerun. Jetzt re. In der ersten Folge gleich verkackt. So, ganz kurzen Moment. So, jetzt rerun und das ist jetzt umbenennen Neuheit. So. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen mit Vorproduzieren. Ich bin ja eigentlich auch. Alter, wieso machst du das nicht, du Sau? Egal, muss ich später schauen. Das ist ja Skandal. Das ist ein Skandal. So, jetzt tut's mir leid, jetzt müssen wir nochmal eine Wartezeit machen. Weil wir im trostlosen Marschland möchte ich nicht sein. So, jetzt trink mal gemütlich deinen Kaffee. Dafür ist sind wir ja da, dass ihr Videospiele habt, beim neben dem Frühstück zu schauen. Was hast denn da Leckeres auf deinem Teller? Sowas kann ich mir nicht leisten. So, jetzt, also das heißt jetzt zuerst mal, glaube ich, einen Unterschlupf finden. So als wahrer Überlebender. Gibt's schon Nordlicht? Na, gibt noch kein Nordlicht. Da haben wir schon mal Blätter, Bäume, Zweig. Nehmen. Noch mehr Zweig. Tannenast. Beil zum Zerlegen benötigt. Okay.
Gibt es da eine Karte? Nein. Nein. Also derweil haben wir noch keinen Hunger und keinen Durst. Wäre aber auch lächerlich, wenn ich nach 2 Minuten schon Hunger habe. Also für alle, die jetzt gerade frisch dazu stoßen, das Spiel heißt The Long Dark, ist erhältlich für alle Plattformen, aber seit neuestem auch auf der Nintendo Switch und da spielen wir es gerade. So, habe ich da einen Pfeil und Bogen in meinem Inventar? Wahrscheinlich nicht. So, Rucksack. Nee. Schade. Aber ich habe einen Zweig, meinst du, ich kann den mit dem... Ah, ist er eh schon weggerannt. Feigling. So, was mir fehlt in dem Spiel ist so... Er ist ja Überlebensprofi. Schon. Er muss er ja, wenn er da mit dem Flieger rumfliegt. Da muss er sich ja auskennen, was er macht, wenn er abstürzt. Wieso sagt er mir jetzt nicht zum Beispiel... Als Hilfestellung, hey, es wäre mal gut, wenn du mit den 5 Stöcken, die du jetzt gefunden hast, die zusammenbindest. Da oben ist ein Haus, Gott sei Dank. Das heißt, ich bin schon mal geschützt. Da ist eine Scheune. Oh, und was zu essen. Nice. Fauliger Kadaver. Zerfleischter Rehkadaver gefroren. Oh Gott. Kadaver zum... Aber ihr seht schon, also es ist gar nicht so einfach. So... Für Leute, die gerne Überlebensspiele spielen, ist da, glaube ich, genug Fleisch geboten. Haus des Pelzjägers. Okay. Herr Pelzjäger. Ich hoffe, du bist nicht da. Oh Gott sei Dank. So. Halte deine Kleidung in einem guten Zustand, sonst geht sie kaputt. Alter, was man alles machen muss, wenn man da in so einer Wildnis lebt. Das wäre nichts für mich. Spind durchsuchen, komm. Gleich klauen. Spind offen, leer. Okay, Antiseptikum. Geil. Nimm mal alles mit, was er hat. Soll er sterben, ist mir egal. Dreckige Pelzjäger. Feuer machen, komm. Kann man Feuer machen? Well, that didn't work. Was? Warum nicht? Komm schon, komm schon, komm schon. Da leck mich doch, du Hundfeuer, Alter. Es ist gut. Ich habe nämlich eingestellt, dass wenn ich schlafe, ich bin nämlich ein Cheater, dann... Oh, Angelzeug, geil. Okay, da haben wir jetzt eine Schlinge, aus der kann man anscheinend eine Axt bauen. Sie sind in seinem Safe. Safe durchsuchen. Da war er.
Okay, zu blöd offensichtlich. Gut, da ist Seife und Waschen. Da ist nochmal Erste-Hilfe-Set. Okay. Ich würde sagen, ich baue mir jetzt mal eine Waffe. So, was haben wir hier? Angelzeug. Einfacher Pfeil. Hier unten. Blaupausen. Kann ich alles nicht. Gibt es denn nichts, was ich kann? Ey, ich habe doch Holz. Da, 9 Stock. Ich kann ein Zunderbündel machen. Machen wir das mal. Y herstellen. Okay. Gut. Probieren wir nochmal Feuer. Nehmen wir den Brandbeschleuniger erstmal. Wuff. That should help warm things up. Ja, geil. Hope nobody needs this anymore. Aber ich habe immer noch keine Waffe. Wäre natürlich geil gewesen, wenn da irgendwie so eine Axt rumgelegen hätte. Oder wenn er Licht hätte, irgendwie eine Fackel. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Basis. Stöcke haben wir genug. Ich brauche jetzt irgendwie so einen Bärenwurz. Und irgendwas Waffiges. Wahrscheinlich kommen da bald dreckige Bären. Und machen mich kaputt. Rucksack. Leer. Reh. Aber ich kann halt nichts machen. Ich habe keinen Pfeil, ich habe gar nichts. Voll langweilig. Was fliegt er auch mit dem Flugzeug weg und hat keine Waffe? Da ist eine Höhle, oder? Na. Er redet nicht. Wir haben ja eingestellt, dass er mit uns reden darf.
Oh, da ist was. Ein Ausguck. Da ist Fleisch. Oh, da könnte ich Rehe und Hirsche töten. Noch und nöcher. Namenloser Teich. Da ist eine Axt. Sehr gut. Just what I need. Praxisleitfaden Waffenschmieden. Okay. Und ein einfacher Pfeil. Jawoll. Und ein Bogen. Survivalbogen. So, dreckiger Hirsch. So, schauen wir mal. Kein Köder im Inventar, aber Pfeil. Komm. Ich bin fett Legolas. Der Schuss sitzt. Oder auch nicht. Ah, Leiche. Gut, der ist auf jeden Fall mal nicht kaputt. Jawohl, voll rein ins Bein. Sau. Jetzt hole ich, jetzt mache ich dich kaputt mit der Axt. Kein Mitleid. So, wo ist? Boah, Alter. Dass du auch alles anlehnen musst. Was ist mit dir? Ich habe doch jetzt Bein gewählt. Nehmen. Ich muss den abwählen, oder was? B weglegen, jetzt kann ich erst das Beil nehmen. Aber der blutet nur leicht, ne? Das reicht nicht. Und ich komme wieder nicht hoch, ne? Weil er nicht springt. Scheiße, wo ist denn der Depp hin? Alter, das war... Das waren 20 Zentimeter, du Idiot. Ich hoffe, dass in der Hütte da Pfeile sind. Noch eine Leiche. Die sterben ja wie die Fliegen hier draußen. Was haben wir da? Steine. Geil, Waffe. Anti-Hasen-Waffe. Komm, noch ein Steinchen.
Noch eine Leiche, Alter. Sterbt doch nicht alle. Gut, ich habe das auseinandergenommen. Ah, Radio, komm. Ah, oh, da unten ist Brandbeschleuniger, geil. Ja Gott, dann leg dich halt hin, du Lappen. Wirklich. Okay, er hat immer noch Schmerzen. Das ist scheiße. Ich dachte, die Schmerzen gehen weg, wenn ich schlafen gehe. So, schauen wir mal kurz. Wieso kann ich meine Axt nicht nehmen? Und wo ist das tote Reh? Ah, da vorne ist so ein Busch. Den brauche ich. Mit dem kann ich was basteln. Doch, kein Busch. Ist nur ein blöder Baum. Ja, halt dein Maul. I don't feel so. Ach Gott, Alter. Feels better. So, kann ich jetzt irgendwas Cooles machen? Ich brauche einen Pfeil. Einfacher Pfeil. Pfeilschaft, Pfeilspitze, Krähenfeder. Okay. Und wie kriege ich Krähenfeder? Gar nicht wahrscheinlich. Pfeilschaft, was brauchen wir? Getrockneter Birken-Dingsbums. Okay. Und das Schlimme ist, ich weiß schon nicht mehr, wo meine Hütte ist. Ich komme nie wieder zurück. Jetzt essen wir mal einen Hasen. Komm. Bisschen schleichen. Ah, der ist noch zu weit weg zum Schleichen. Ja, moin. Ich bin's, Tim. Töten wir halt dich. Da habe ich zu lange gezögert.
Dreckshase. Also, ihr seht, ich wäre verloren in der Wildnis. Ich kann überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie man überlebt. Ich würde wahrscheinlich schon sterben, wenn ich eine Nacht bei uns im Dorfwald wäre. Ich würde Wasser finden, aber essen, keine Chance. Ich glaube, mit dem Bogen käme ich okay zurecht. Aber dann würden mir wieder die Pfeile fehlen und die Werkbank zum Neumachen. Ich will jetzt auf jeden Fall noch so einen Hasen umbringen. Aber vielleicht haben wir hier, da vorne ist noch eine Hütte, ne? Na. Aber bei der Rodungsfläche könnten irgendwie Äxte oder Pfeile oder irgendwas rumliegen. Ich brauche auf jeden Fall einen Pfeil. Oh. Huhuhuhu. Da ist ein Bär. Schauen wir mal, ob der abhaut, wenn ich ihm die Feuerdings ins Maul stopfe. Das ist ja ein tapferer Bär. Das brennt recht lang. Gut, also offensichtlich kann der tapfere Bär kein Feuer abhaben. 34 Minuten spielen wir das jetzt. Ich würde sagen, ich warte jetzt, ich laufe dann noch auf den Berg, ob da oben noch ein Geheimnis ist. Geheimnisse sind oft auf dem Berg. Und dann würde ich sagen, spielen wir morgen weiter. Ich spiele jetzt, also Überlebensmodus offensichtlich nichts für mich. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Es ist mir zu schwer. Aber es, Grafik ist gut und es, du hast viele Möglichkeiten offensichtlich. Also für Überlebenskünstler ein gutes Spiel. Und der Mad Max hat auch gesagt, er hat sich da schon verloren drin. Also ich glaube schon, dass das was Gutes ist. Meine Frau kommt auch schon heim. Perfekt. Da sind Steine. Kann ich die Steine jetzt nehmen, ohne die Fackel wegzuwerfen? Na. Dann behalte ich die Fackel. Ah, okay, da ist ein Fernsehturm. Ich sag ja, da sind Geheimnisse immer auf dem Berg. Und ein zerbrochener Ausguck. Davor habe ich Angst. Deswegen, ich sag euch ja, ich habe ja das Video hochgeladen mit dem Ausguck, wo ich hochgeklettert bin, todesmutig. Und genau das ist es nämlich, was ich annehme. Du kletterst hoch und dann bricht unten das Holz weg, weil es morsch ist. Okay, da ist eine Leiter. Da komme ich aber nicht hoch. Aber was soll ich da oben auch?
Vorratsbehälter durchsuchen. Leer. Oh, ein Blätterseil. Nice. Verband, ein neues Beil, Magnesiumfackel, geile Mart. Ich hätte zwar lieber Pfeile gehabt. Oder was zu essen. Aber es macht die Einsamkeit macht mir zu schaffen. Kein guter Abenteurer. Erkundete Welt 3%. Ja. Steppert. 3% in 40 Minuten. Das heißt 30% in 400 Minuten. Das heißt 1200 Minuten für alles. 1200 durch 60 sind 10, 20 Stunden braucht, um alles zu sehen. Ja, es hat zumindest Spaß gemacht, die eine Stunde. Also die 40 Minuten. Morgen geht es weiter, nochmal den anderen Modus. Und in Zukunft immer um 8 Uhr morgens, Freunde, Indie-Spiele. Die nächsten 5 Indie-Spiele habe ich schon bereit. Also der November ist gerettet. So, morgen geht es weiter, wie gesagt, mit Wintermute. Was haben wir da? Herausforderungen. Abzeichen. Ja, und toll natürlich, dass die Sprache auch Deutsch ist. Also danke nochmal für die Hinterlandstudios, dass ich das testen durfte. Das nächste Mal werde ich mir das nicht mehr holen. Ich weiß jetzt, dass sowas nichts für mich ist. Aber zumindest habe ich es jetzt schon 3 Stunden gespielt und vielleicht hat es ja irgendjemand gefallen und er überlegt sich, ob er das auch doch kauft. So. Tüdelü, bis morgen.